Moin, moin Leute, ich bin hier gerade auf einem Campingplatz in Santa Lucia. Das ist ein Dorf nordwestlich, 100 Kilometer nordwestlich von Montevideo. Und ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so zitter mit der Kamera. Mir ist einfach gerade so scheiße arschkalt. Es ist gerade Sonntagmorgen, so kurz vor 7. Und die Nacht war einfach so was von eiskalt, weil ich nur so einen dünnen Schlafsack hatte und wir haben hier in Zelten teilweise auf dem Boden einfach nur gepennt, weil es hier nichts anderes gibt und keiner hat vorher uns gesagt, ja, dass man hier was mitnehmen sollte. Joa, das sind unsere coolen Zelte. Aber erstmal so will ich jetzt sagen, worum es hier überhaupt geht. Also wir sind hier von YFUPA und dann Leute vom United World College oder die da auch mal hinfahren wollen für 2 Jahre. Kann welche hier irgendwie mal verlinken, dann könnt ihr euch mal anschauen, was die United World Colleges sind. Kurz gesagt, das sind 15 Schulen auf der ganzen Welt verteilt, wo Schüler aus aller Welt hingehen und dann zusammen 2 Jahre lernen und dann einen internationalen Abschluss machen können. Ja, und hier in Santa Lucia sind wir jetzt, um den Fluss Santa Lucia sauber zu machen, weil der wohl ziemlich verdreckt ist. Gestern haben wir uns schon am Abend einen langen Vortrag angehört über, ja, das ganze Plastikproblem. Der ging insgesamt 3,5 Stunden lang und irgendwann war es ziemlich langweilig, weil das alles war auf Spanisch. Das heißt, ich habe nur die Hälfte verstanden und ich glaube, die haben sich einfach so viel wiederholt und all sowas. Naja, und davor haben wir dann schon noch ein bisschen so, ja, so ein Gebäude hier angemalt. Das soll so hässlich weiß vorher. Aber ja, das ist ziemlich cool bunt. Vielleicht werde ich gleich mal ein paar Bilder davon auch hinten ranhängen. Ja, das Essen ist hier so mangelhaft. Also gestern Mittag hatte ich Raviolis nach einer Diskussion mit der Küche, weil es eigentlich nur Pommes mit Schnitzel gab. Und ja, zur Merienda gab es dann fast nichts, nur ein paar Cracker, denn eine von den UWC-Leuten ist auch Veganerin und die hatte ein paar Cracker mit, weil es einfach nichts Veganes gab. Und dann in der Nacht gab es Burger. Das war auch so eine witzige Aktion dann. Dann wurde Pizza geholt für 3 Vegetarier und 2 Veganer. Das war eine einzige Pizza mit Schinken und ja, Käse. Und ja, dieses war dann natürlich total vegan, vegetarisch. Haben wir alle total gelacht. Ja, und dann sind die nochmal losgefahren und haben nochmal 3 Pizzen geholt. 2 davon mit Käse und eine davon ohne Käse. Also zur Hälfte ohne Käse. Das heißt, ich hatte 4 Mini-Stückchen Pizza, wovon ich kein bisschen satt wurde. Dann wurde nochmal Pizza geholt, nochmal 3 Pizzen, aber auch wieder alle mit Käse. Das heißt, ich bin gestern Abend ohne Energie ins Bett gegangen und somit noch mehr gefroren diese Nacht. Also das war wirklich jetzt ziemlich schlimm, diese Nacht. Aber ich hoffe, ja, in einer Stunde geht das irgendwie los damit Frühstück, dass ich dann irgendwie was Ordentliches bekomme. Denn ich habe jetzt auch nichts mitgenommen, was ich irgendwie essen könnte. Also, naja, war vielleicht auch ein bisschen dumm von mir, aber man könnte ja vorstellen, dass man hier irgendwie versorgt wird, aber diese ganze Planung war ein bisschen komisch, weil man einfach nichts mitbekommen hat, wie das Ganze sein wird. Also ich dachte, wir pennen jetzt in irgendeiner Schule oder sowas, wo es einigermaßen warm ist, aber ja, wir sind halt hier auf dem Campingplatz bei Minusgraden ungefähr in so verdammten Bundeswehrzelten mit Bundeswehr-Doppelstockbetten. Und davon sind Doppelstockbetten gibt's 8 Stück, also insgesamt 16 Plätze und wir sind 40 Leute. Kann man sich ja vorstellen, dass mehr als die Hälfte auf dem Boden schlafen muss. Naja, irgendwer hat da ein bisschen was verplant. Jo, ich werde mich später wahrscheinlich nochmal melden und vielleicht noch was filmen von der Cleaning-Aktion. Bis dann, ciao. Gerade eben haben wir dann den Fluss sauber gemacht, ungefähr so 2 Stunden. Und ich werde hier mal ein paar Bilder einblenden, was ich alles und was wir da so alles rausgekramt haben, denn das war wirklich ziemlich viel. Ja, gerade eben gab es Mittagessen, für mich nur Weißpapsbrötchen, weil es halt Asado gab.
Und für die Vegetarier-Veganer gab es Paprikaschoten, aber natürlich mit Käse. Und das ist natürlich auch nicht vegan, obwohl wir hier zwei Veganer sind. Also hat mal wieder keiner mitgedacht. Jo, und das war das Wochenende auch schon und jetzt gehen wir wieder. War eigentlich insgesamt ziemlich schön, manchmal ein bisschen ungeplant, aber war erfolgreich.